Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar Family 2 erkunden. Wir haben die neue Räderhorn geholt. Ja, gegen sie, gegen Papella. Warte, Kitty. Ich muss noch ein paar Besorgungen um Cloud City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena schauen willst, musst du so oder so zurück nach Cloud City. Ja, klar, warum nicht? Eigentlich hätten wir jetzt Family erkunden sollen. Aber dann müssen wir doch jetzt auch Cloud City zurück. Machen wir das doch. So, da sind wir doch. Ah, bah, Cloud City ist immer so schrecklich, glaube ich. So, kein Mensch aus. Aber gut, alle wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. So, Cloud City. Mal gucken, was wir da jetzt als nächstes machen müssen. So, können wir eigentlich hier wieder rein? Können wir noch mal kämpfen? Mhm. Ja, wir können tatsächlich gegen ihn kämpfen. Na dann, auf geht's. Kampf Nummer 2. Mal gucken, was du jetzt in der Arena Pokémon, was du für ein Level hast. Aber hier eine Pokémon haben, die haben wir ja schon gerade gehabt. Ich bleib bei Level 36, okay. Ich muss den Fokus haben, tatsächlich ohne ein Spiel. Oder auch nicht. Bitte gehen wir dazu. Ja gut, dann setze ich jetzt erstmal die Versuchung ein. So, Toxin. Dann macht das Ganze ein bisschen effektiver. Keine Sorge, das gleiche Spiel spielt immer gleich mit dir auch noch. Liebe Savallone. Jetzt habe ich fast klar, dass du mein Elektro noch mitnimmst. So, was haben wir denn Schönes? So, kommen wir mal auf TikTok. Und du. So, Bock ist dann weg. Tschüss. Gewonnen. Den haben wir. Wunderbar. So, was kriegen wir von ihm diesmal? Und zwar Herzperfekt, okay. Ja, den nächsten Besuch können wir leider erst morgen machen. Also. Ich glaube, das Pokémon sieht das hier direkt nebenan an. Es gibt ja zwei Stück hier in der Stadt. Ja, hier ist eins. Und da ist Bittes. Aber als der hier jetzt wieder fort. Gut, der sollte ja zurück nach Cloud City. Also der sollte ja zurück nach Cloud City. So, ich tausche jetzt mit Pokémon mal aus. Mein Polita mal hochziehen, damit wir das irgendwann mal die Entwicklung noch sehen. Vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme hier. So, schauen wir mal, was Bett das will. Bist du hier, um zu gaffen? Freut dich mein Anblick, jetzt wo ich kein Challenger mehr bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Kopf nicht. Vielleicht hast du sogar recht damit. Wenn ich disqualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Ey, ich habe ihn zweimal klar besiegt. Was für ein gefährlicher Gegner.
Aber denke ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden. Für den Liga-Präsidenten. Und dann werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Bella. Oh, wen haben wir denn da? Moment, was? Das ist mein Schwein, das ist Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor dem Mund. Ein bisschen verschoben ist er auch. Das ist einfach Charakter. So mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Bitte was? Pink? Pink? Von Kopf bis Fuß Pink. Herzlichen Glückwunsch, Jüngchen. Ja, bitte was? Ja gut, sie hat ja gesagt, was gesagt vorhin, ne? Sie sind doch Propeller, nicht wahr? Was in aller Welt soll das sehen? Olivia hat dich strafenlos ausgenutzt und dich Wunschhände für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Serie helfen. Du bist nur mit mir gekommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das Jüngchen? Ob ich das kann? Ich hätte eventuell mal können und die Frage. Natürlich kann ich das. Ich werde dir zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich sie dazu, mir alles zu verraten, was sie über die Wunschhände wissen. Wir verabschieden uns fürs Erste. Kindchen, du sollst dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Zirchester weiterreisen. Ja, Route 7 ist das Nächste. Was war da? Jetzt angefangen. Also sind wir hier tatsächlich schon fertig. Okay. Aber vorher treffen wir schon mal auf Sonja. Hallo. Wie geht's voran mit den Arena-Orden? Ich habe die Artikelstätte von Cosmic jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß auch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken, wo die sich heute aufhalten. So viel ist da unklar. Vielleicht hilft das, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Ach, bitte nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was denn alles in der Welt war das? Das heute Geräusch eben kam aus dem Klaustadion. Heute im Stadion befindet sich das Allergiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Allergiequelle? Hier, was zum? Was? Was ist denn los? Mein Allergiequellendetektor schlägt aus. Soll das etwa heißen, dass man hier Pokémon Dünner vaccinieren kann? Sonja, Kev, habt ihr diesen Knall auch gehört? Oh, es fehlt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Würde ich unternehmen, wenn sich mit dem Klaustadion ein Pokémon Dünner vaccinieren. Im Ernst? Das sollte ich besser über uns mitteilen. Gute Idee. Und ich komm mit, sonst verlässt du dich nur wieder. Ja. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Challenge anzufeiern. Du lässt es hier unser Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Zirchester, damit du den nächsten Orden schnappen kannst. Immer nur Krache. Egal. So. Ach, Hopp ist mal wieder auch am Start. Ja, scheint mir seine Niederlage gegen Bettis überwunden zu haben. Lass mich raten, er möchte jetzt nämlich kämpfen. Diese Wahrheit und Papellos Fragen waren viel zu viel für mich. Ich bin auch total nicht erinnert. Also zum Glück habe ich dich ja nicht wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen, weil hier fällt mir das auf die Sprünge. Ah, dann möchte ich nicht hier kämpfen, er möchte dann auf Route 7 gegen uns kämpfen. Okay. Gut. Da, so viel zum Thema. Es gibt zwei Pokémon-Zettel hier, es gibt sogar drei. Okay, dann geht es jetzt weiter mit Route 7. Wir sollen jetzt Richtung Zirchester Stadion. Und es hat den nächsten Orden holen, aber. Mal schauen. Was als nächstes so noch ansteht. Da passiert bestimmt noch ein bisschen was davor. So, er möchte jetzt kämpfen. Ich danke nur, wenn wir den Eindruck. Darf ich nicht davor zurückschicken, neue Sachen auszuprobieren? Du warst schon sicher, worauf ich aus will. Wir müssen kämpfen. Ja, wir kämpfen auf jeden Fall jetzt gegen ihn. Und wir haben unsere Polita hier vorne, damit wir jetzt klar trainieren. Und er fängt an mit Trombor. Die Fortentwicklung haben wir ja schon gegen Kev. Also er hat ein neues Pokémon auf seinem Team. Und das ist natürlich blöd jetzt. Gerade ohne Polita hat er. Ne, Polita Psycho, ne? Das Pokémon ist die Geistpflanze. Von dem Ball. So, das heißt lieber Lola von. Und das möchte uns verwirren. Das verwirrt er sogar. So, wo wir Feuerball gehen.
Und es verfehlt. So auch wie die Attacke verfehlt? 30 bis 10. So, wir haben auch ein zweites Mal gekriegt. Verwirrung durch. Also wollen wir noch ein drittes Mal machen. So, Dunkelklaue. Nein, das hat mich gar nicht. Ich hoffe, dass wir zum Beispiel mit der Verwirrung raus sind. Ja, wir sind durch. Das ist ja eigentlich nur das Problem, dass wir kommen. Eigentlich müssen wir jetzt noch den zweiten Punkt jetzt definitiv schneller sein, als es ist. Ja, sind wir. So, Traumlocke schon mal weg. So, was haben wir als nächstes gegen? Pikachu ist ja 40, Libolo auch 40, okay. Schwertanz. Okay. Relaxo. Relaxo. Relaxo, Relaxo, Relaxo. Na gut, es bleibt nur lieber nur, ne? Letztendlich. Aber das ist halt so gewohnt, dass man das Kampfattacken kann. Und Relaxo ist halt ein normal Pokémon. Hat aber eine verdammt hohe Verteidigungswerte und hat viele, viele KP. Das heißt, es braucht tatsächlich noch einen Volltreffer. Alles frisst. Verteidigung, Spezialverteidigung, klar. Ja, das war mir fast klar. So, der nächste Attacke soll es eigentlich weg sein, wenn es jetzt nicht schon mal was hat. Body Slam. Aua! Fettes Ding auf einen. Das ist ja keine Paralyse. Und Relaxo ist weg. So. Bonita 40, Schlaffel 39, Skantek 42. Drei Level-Ups. So, nächstes ist Electro. Wir haben ja theoretisch Pokémon, die das können. Die Bohnen das können. Ich fahre jetzt mal Bonita ein. Um. Für Pferdestärke. Also ein Bohnen, eine Bohnenattacke. Oh, es reicht fast sogar. Knirsch. Aua, das tut weh. Das war ein One-Hit. Oder? Ich befürchte, dass es ein Wallet war, ja. Klar ist es, muss es gewesen sein. So, dann gehen wir zum Schlappel. Dann wird Zauber wieder zum Einsatz kommen. Ich bin auf jeden Fall rein. Alles soll sich so schnell wie möglich entwickeln. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Aber erst in der nächsten Folge noch Route 7 gehen. Wir machen jetzt hier gleich ein Geld danach. Und das ist Skantek. So, gut. Und als nächstes vor die Fraß, die Feuer. Feuer, ich versuch's nochmal. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück gekannt, tatsächlich mit. Ich befürchte, dass er noch eine Käferattacke kann. So, und ich setze noch Pferdestärke nochmal. Ich bin jetzt auf jeden Fall schneller. Das reicht nicht. War das? Ja, doch. Okay, war jetzt klar. Es war. Oh, doch, es überlebt. Und damit ist es weg. Gut. Da war es doch los. Vor die Fraß. Und hattest du, hast du jetzt auch irgendwas? Klar, du hast natürlich deinen Starter noch. Damit habe ich jetzt auch fast. Ich hätte jetzt auch fast gerechnet.
Damit habe ich sogar noch gerechnet, dass du da irgendwie noch was hast. So. Gurtrum. Nalakita. Ich über eine Pflanzenkraft. Okay. Das war auch Minimum. 4, 5 Treffer. 4 auf jeden Fall. 3. Und es fehlt einer. Einer hätte noch gefehlt. So, wenn die Attacker trifft, dann ist es viel Zeit frei. Ach, so viel zum Thema, diese scheiß Spezialfähigkeit, weißt du? So, ich baue jetzt darauf, dass der Liter tatsächlich schneller sein dürfte. Ist es? Jawoll! Und das war's. Gott, warum sauer sieht. Der Liter reicht fast Level 41, also ein Level noch. Zwei Level noch. Immer. Also 42, ich meine 42. Ne, nein, Level 40 tatsächlich. Wir kriegen doch noch die Entwicklung. Geil. Zum Ausstieg der Folge noch. Die Weiterentwicklung zu Galoppa. Und jetzt schauen wir uns tatsächlich noch an, wie Gala Galoppa aussieht. So, so. So. So, ein Pokédex-Eintrag dafür. Und kriegt jetzt tatsächlich den Beityp Fee. So, dann bringe ich ihm jetzt noch Stampfer jetzt raus und bringe ihm tatsächlich jetzt die Psychoklinge noch bei. Ja, wir haben ein relativ gutes Moveset tatsächlich, muss ich sagen. Zwei Psychoattacken, gute. Gut, wenn wir Psychokinese noch kriegen, irgendwann. Erst bevor wir unser Abenteuer gestartet sind, aber nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Ja, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, bei dem einfach diese strahlende Sterne für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht, was mir jetzt sogar fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du. Hab ich mich schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich brauche noch schnell dein Team wieder fit. Das ist nett. Dankeschön. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht mit dem Grusenbruder kämpfen. Ich will besiegen. Ich will Gelion den Schlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich bei den Arena-Orden den Zerstörer geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Ich weiß nicht, was nächstes kommt. Eis oder so? Kann das sein? Wir werden es erfahren. Bis dann. Tschüss.